Ja, liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unserer Serie Sport und Medizin. Hier an der Ostsee neben mir steht Professor Tobias Kraus von der Orthopädischen Klinik am Tegernsee. Hallo. Schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank, dass ich kommen darf. Ja, hier ist ja auch herrlich gerade. Deswegen hier sind wir sehr gerne. Es ist keine Wolke am Himmel. Wir können es nicht besser haben. Perfekte Voraussetzungen. Genau. Und bevor es heute Nachmittag zum Sport geht, hast du hier gerade noch einen interessanten Vortrag gehalten zum Thema Reha nach Sportverletzungen. Und da haben wir mal drauf geschaut. Du hast als erstes gesagt, klar, Pechschema kennen wir. Was sollte man auf gar keinen Fall machen? Pechschema und noch viel mehr. Also wir dürfen als Ärzte natürlich die Heilung sozusagen moderieren und müssen auch dem Patienten sagen, das dauert, braucht alles seine Zeit. Wir können uns nicht zu schnell beschleunigen, auch wenn alles höher, schneller, weiter ist in unserer Zeit und wir eigentlich auch gewohnt sind, dass der Körper immer zu jeder Zeit hundertprozentig funktioniert. Und bei den Muskelverletzungen ist es ganz wichtig, dass man am Anfang nicht mit Wärme und nicht mit Massagen reingeht, um da jetzt nicht spät langfristige Komplikationen wie eine Myositis ossificans, also eine Verknöcherung von Muskelabschnitten, zu provozieren. Ansonsten haben wir natürlich ein großes Portfolio, ein großes Spektrum an verschiedenen Therapiemöglichkeiten, die wir unterschiedlich adressatengerecht zum jeweiligen Zeitpunkt und natürlich auch individuell für jeden Patienten unterschiedlich einsetzen können. Und da gehört zum Beispiel eine Lasertherapie dazu oder eine Eigenbluttherapie von so einer PAP. Und das können wir dann natürlich gucken, wann wer das braucht und wo das wie Sinn macht. Ja, du hast auch noch aufgezählt, Kälteschocktherapie, Mikrostrom, Dry, Wet Needling, also eine ganze Menge an unterschiedlichen Möglichkeiten, die ihr dann aber auch individuell anpasst, individuell einsetzt. Wie ist das mit Hyaluronsäure? Ja, Hyaluronsäure wird ja auch genauso wie die Eigenbluttherapie des PHP kontrovers diskutiert und ist ja auch was, was die Krankenkasse nicht immer zu jedem Zeitpunkt bezahlen möchte. Ich habe bei Hyaluronsäure eine gute Erfahrung gemacht beim Richtung Behandlungsabschluss, wenn man nochmal die Sehnenarchitektur verbessern will, das Sehnengleitverhalten verbessern will oder nochmal eine gewisse Reizung aus einem Schleimbeutel rausnehmen will, wenn man jetzt kein Cortison mehr nehmen will, dass das dann zum Abschluss nochmal eine tolle Wirkung hat und der Patient das dann auch schätzt. Ja, sehr interessant. Du hast uns auch eine super interessante Studie vorgestellt, die wir unseren Zuschauern jetzt auch hier nicht vorenthalten wollen, zum Thema Telemedizin. Da habt ihr Erfahrungen gemacht. Vielleicht kannst du uns da kurz einen Einblick geben. Denn wenn ich das richtig verstanden habe, waren die Patienten ja zunächst mal skeptisch. Ja, wir haben ja, Telemedizin ist ja sozusagen in anderen europäischen Ländern oder auch in den USA oder auch in Australien, wo man so ein Flächenland hat oder wo es schwer zugängliche Regionen gibt, wie in Skandinavien oder in der Schweiz, viel gängiger gewesen als bei uns jetzt in Deutschland. Und deswegen war der Patient natürlich auch ein bisschen skeptisch und wie Arzt, eine Vertrauensperson, brauche da Zeit mit ihm, ich möchte das 1:1 haben. Und jetzt natürlich auch mit der Pandemie, wo sich jeder gewöhnt hat, ein bisschen so an Videotelefonie, ein bisschen an Videokonferenzen, war das nicht auch so ein was das auch den Bann gebrochen hat, das Eis gebrochen hat. Und so haben wir feststellen können, dass die Ressentiments bezüglich der Telemedizin abgebaut wurden. Der Patient sich da jetzt ein bisschen mehr reintraut und das auch lieber macht. Aber natürlich auch festgestellt, dass wir mit der Telemedizin Limitationen haben. Wir können keine Diagnostik machen oder eine nicht so gute. Die ganze Medizintechnik fehlt weg. Wir können die Rehabilitation nicht so gut machen. Also da sind wir dann auch, sind uns die Limitationen auch vor Augen geführt worden. Und das müssen wir jetzt nutzen, um vorausschauend in der Weiterentwicklung für uns zu sehen, wie kommen wir da zusammen, dass die Telemedizin ein Add-on ist, uns aber auch nichts verbaut, beziehungsweise auch das, was wichtig ist, dass wir das dann auch merken und da auch niemanden verpassen, der beispielsweise nur in Anführungszeichen zu bequem ist, um zum Arzt zu gehen und dann beispielsweise, dass dann was Schlimmeres oder Schwerwiegenderes verpasst wird. Lass uns doch da mal einen Ausblick in die Zukunft vornehmen. Wo siehst du weitere Möglichkeiten für digitale Tools im Einsatz in der Reha? Also wir haben natürlich jetzt auch die Möglichkeit, weil das Eis gebrochen ist, mehr Patienten machen mit. Wir haben Fitness-Apps, wo Daten eingespeist werden können. Wir können dadurch Daten generieren, eine Big-Data-Lösung anstreben und dann Patienten auch matchen mit anderen Patienten, die das Gleiche hatten, die die gleiche Verletzung hatten oder eine gleiche Operation hatten, um dann zu gucken, wie ist man besser, ist man schlechter, wo muss ich nachjustieren, ist meine Beweglichkeit, ist meine Koordination das, wo wir besser werden müssen und uns da dann natürlich auch individuell auf die Schwächen einlassen und den Patienten dann stärker machen in dem Zusammenhang. Okay.
Tobias, vielen Dank für die Einblicke und den spannenden Vortrag. Sehr auch. Gerne. Hat mir sehr gefallen. Dankeschön. Und ja, liebe Zuschauer, schauen Sie doch mal in die anderen Folgen rein, die wir hier drehen zu unserer Videoserie Sport und Medizin Symposium. Apropos Sport und Medizin, was machst du für Sport heute Nachmittag? Ich denke, wir haben ein bisschen Wind, ich werde ein bisschen Windsurfen und vielleicht auch das mit dem Foil mal probieren. Das Wingfoil, das habe ich noch nie probiert. Sehr gut. Da habe ich mal Lust drauf. Und hier sind wir ja unter uns, da kann man auch ruhig mal ins Wasser fallen und genau. Ohne dass was passiert. Genau. Hoffentlich ohne dass was passiert. Alles gut, dann sehen wir uns auch heute Nachmittag nochmal. Vielen Dank und liebe Zuschauer, bis dahin alles Gute und tschüss. Ciao, ciao.